zur mittlerweile fünften Veranstaltung der Reihe Erfolgsfaktor Mitarbeiter begrüßte der Geschäftsführer der Regionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaft Elbe Elster, Jens Zwanzig, am 31. Mai gut 40 Vertreter aus Unternehmen und Institutionen in Bad Liebenwerda. Zusammen mit Co-Organisator Jean-Marie Ulrich, Teamleiter im Arbeitgeberservice der Bundesagentur für Arbeit Cottbus, hatte er ins Wondermar eingeladen, um verschiedene Ansätze der Mitarbeitermotivation und Mitarbeiterbindung aus der Praxis aufzuzeigen. Also heute werden wir uns ganz speziell um das Thema der Mitarbeiterbindung kümmern. Aber auch hier haben wir verschiedene Vorträge zunächst einmal geplant über ganz verschiedene Themen. Wir stellen natürlich das Unternehmen, wo wir hier heute zu Gast sein dürfen, das Wonnemar, vor. Darüber hinaus wird es um das Thema Elternzeit gehen, auch als ein wichtiges Thema. Und worauf ich mich auch ganz besonders freue, ist, dass wir Unternehmer aus Elbe Elster heute hier als Gäste da haben, die eben auch einen Input geben werden. Wie machen wir es? Welche Probleme treten eventuell dabei auf? Und an welchen Stellschrauben können wir halt letztlich stellen? Die Veranstaltungsreihe Erfolgsfaktor Mitarbeiter bietet ein- bis zweimal im Jahr ein Podium für den Erfahrungsaustausch der Unternehmen untereinander und gibt dazu Einblicke in gelungene Beispiele aus dem Arbeitsalltag der Firmen im Landkreis. Und wir versuchen einfach über dieses Veranstaltungsformat halt auch tatsächlich Themen der Personalpolitik, Weiterbildung, Qualifizierung, Fachkräftesicherung, also diese ganze breite Thematik hier mit den Unternehmerinnen und Unternehmern, aber auch Vertretern weiterer Institutionen mit ihnen ins Gespräch zu kommen über bestimmte Themen. Diesmal stand das Wonnemar als Gastgeber im Mittelpunkt. Die Lausitztherme in der Kurstadt ist ein Unternehmen der Interspar-Gruppe, zu der zurzeit 7 Freizeit- und Familienbäder mit über 650 Beschäftigten in Deutschland gehören. Das Wonnemar in Bad Liebenwerda besuchen Jahr für Jahr über 300.000 Gäste. Darüber informierte Marketingleiterin Susanne Ott, die zusammen mit Olaf Kochan das Kooperationsmodell mit regionalen Unternehmen im Bereich Mitarbeiterrabattsysteme vorstellte. Um das Thema Familienfreundlichkeit ging es im Vortrag von Gerlinde Krass von der Zukunftsagentur Brandenburg. Sie erläuterte das neue Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz in der betrieblichen Praxis und verwies auf das Unterstützungsangebot für Arbeitgeber und Arbeitnehmer durch die Servicestelle Arbeitswelt und Elternzeit bei der ZBA. Darüber hinaus konnten die Teilnehmer Erfahrungen und Praxisbeispiele aus verschiedenen Unternehmen im Landkreis zum Thema Mitarbeiterbindung in Elbe Elster hören, um sie dann vielleicht auch im eigenen Betrieb umzusetzen. Die Regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft Elbe Elster und der Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit Cottbus sowie weitere regionale Akteure wollen auch weiterhin Unternehmen bei den kommenden Herausforderungen unterstützen. Im November soll es eine Fortsetzung der Themenreihe Erfolgsfaktor Mitarbeiter geben.